gezüchtet. Inwiefern das nun, naja, gut oder schlecht ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren diskutieren, falls ihr dazu Lust habt. Aber jetzt ist sie Veganerin geworden und das finde ich echt ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen sehr dolle. Ich meine, keine Milch, keine tierischen Produkte. Keine Milch, kein Honig. Mensch. Alter, das ist voll bescheuert, ne? Ich meine, wie hießen eigentlich die Typis, genau, Fruktaner, so hießen die doch, ne? Die nur Fallobst, die gestern in den Bäumen nicht wehtun. Genau so ein Scheiß ist das auch, ja. Ich meine, Kühe sind zu merken. Naja, gut, ich meine, die Milch ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, kommt da viel raus oder so, aber scheiß drauf, wir leben in modernen Zeiten. Jetzt gibt's Familien mit vielen Kindern, mit wenigen Kindern. Und die mit vielen, die müssen halt viel Milch geben, ne? Das mit dem Honig finde ich auch so. Ich glaube immer, es wird die Bienen kaum umbringen, wenn man den mal die Waben da aus den Völkern rausnimmt. Das weiß ich einfach, ist einfach nur doof, finde ich. So, aber was ich gerade noch erzählt hatte, immer noch mit den Eigenschaften. Also egal, wie gesagt, so eine Sachen kann man eigentlich immer ändern. Aber wirklich so eine tiefliegenden, die wirklich stark in deiner Persönlichkeit verankert sind, die kannst du einfach nicht ablegen. Außer halt, du hast jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel durch Nahtoderfahrungen, denke ich mal, durch sowas kann es schon passieren, also durch traumatische Erlebnisse dann schon, dass sich das alles ein bisschen abändern kann. Kann, wohlgemerkt, nicht muss. Aber im Endeffekt denke ich, sonst so mit herkömmlichen Mitteln oder so geht das, glaube ich, kaum. Weil du dann einfach nicht mehr du selbst wärst und wenn du dich nicht mit dir identifizieren kannst, dann, keine Ahnung, das ist ja noch schlimmer als ein paar schlechte Eigenschaften zu haben, finde ich zumindest. Ja, ich wurde Erster und das Schlimmste an diesem Rennen ist, erstens ist ein paar scheiß verkackte Verteidigungsrennen, zweitens die verkackte Polizei. Ich sollte mich mal schnappen lassen, aber ich glaube, ich jedes Mal überlegt, ob ich mich mal schnappen lasse. Ich habe ein paar Verwarnungsgutscheine und so. Aber ja, das ist erstmal egal. Aber eben, ich denke, das ist, geht sonst nicht und es ist eigentlich auch, es ist halt so. Ich denke mal, das macht auch die Menschen aus, dass er, das wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film Gettika kennt. Haben wir irgendwann mal in Ethik angefangen, die zu Ende geguckt. Doch schon ein recht alter Streifen. Wo es im Endeffekt darum geht, dass man Menschen, also den perfekten Menschen züchtet, oder man Menschen auf Wunsch züchten kann natürlich. Ich habe auch mal so ein bisschen Vortrag in Ethik über Dystopien und Utopien gehalten. Und es gibt einfach einen Haufen Filme, die dystopisch aufgebaut sind. Und da gehört halt Gettika auch dazu. Weil man das eben aus der Perspektive von einem noch normal geborenen Kind sieht, was irgendwie, na, ich habe den Bullenstopper verpasst, was eben irgendwie eine Lebenserwartung von, keine Ahnung, Zwieback hatte. Mit 23 oder so sollte der sterben und sein Traum war es aber irgendwie schon immer ins Weltall zu fliegen. Also jetzt vielleicht mal Spoiler-Alarm sagen, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat und gucken will. Wie gesagt, alter Scheiß, mit Fahrer, Spasti. Ich meine, ich kenne jetzt zwar nicht das Ende, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und was ich noch davon weiß, werde ich mal kurz so zusammen erzählen. Das ist, glaube ich, ja schon wieder zwei, drei Jahre her, mindestens. Auf jeden Fall, der will halt schon immer zum Mond. Oder halt ins Weltall, irgend sowas in dem Dreh. Und, er hat aber irgendwie schon eben zur Geburt eine Diagnose gekriegt. Er wird Alkoholiker, schwächlich, 23 Jahre oder so nur leben. Sowas in dem Dreh. Und deshalb hat er natürlich schlechte Voraussetzungen. Außerdem haben seine Eltern dann ein, zwei Jahre später so ein Kind auf Wunsch gezüchtet quasi. Also da kannst du ja aussuchen, wie es sein soll, sportlich, was nicht alles. Und das zählt insofern als Dystopie, da man das aus der Sicht eben dieses Normalgeborenen sieht, sag ich mal. Ja, ihr könnt kaum mithalten am Arsch, egal. Der hat dann halt so ein, irgend so ein, auch, also, der schon irgendwie dafür prädestiniert war,
so ins Weltall zu fliegen. Der hat sich aber bei irgendeinem Unfall irgendwie die Beine kaputt gemacht oder sowas in der Art war das, glaube ich. Und ich meine, und dann nimmt er halt Blutproben von dem und was nicht alles. Und ich schätze einfach, letztendlich schafft er es, obwohl der eigentlich wahrscheinlich schon nette tot sein soll. Oder er stirbt im Weltraum, sowas in der Art wird das wahrscheinlich sein beim Film. Und eben der Film ist halt schon eine ziemlich krasse dystopische Darstellung. Falls ihr es nicht kennt, Utopien und Dystopien. Utopien sind einfach so eine Wunschvorstellung, wie, keine Ahnung, ich denke mal, der Himmel von den Christen könnte dazu zählen. Es ist einfach eine Wunschwelt, so eine bessere Welt, wo man sie sich vorstellt. Da hat ja auch, ich weiß gar nicht, war das Thomas Morus oder so? Der Utopia geschrieben hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe in Ethik nie bei den Namen aufgepasst. Schade, er hat mich gesehen. Ich dachte, ich könnte da hinten entkommen. Auf jeden Fall. Halt keine Ahnung, zum Beispiel das Schlaraffenland könnte eine Utopie sein oder so. Je nachdem, was man selber mag. Nase. Ich kratze mal kurz. So, eine Dystopie ist halt quasi etwas, was utopisch erscheint, also wenn man grob drüber guckt, aber im Endeffekt alles eigentlich eher negativ ist und deshalb zum Beispiel auch dieser Film Gattaca. Man denkt zwar, dieses mit den Menschen da, die man extra so züchten kann, wie man sie will, das ist schon utopisch gedacht quasi, aber man vergisst eben dabei diese ganz normalen, die auch, keine Ahnung, für sich selbst kämpfen können und was nicht alles, normal geborenen und so. So viel dazu. Wie lange laber ich denn jetzt schon? 36 Minuten? Ich krieg nicht mal 2 Stunden labern, weil mir fällt auch fast nicht mehr ein. Aber ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen über Facebook aufregen. Ich weiß gar nicht, wie ich von dem Thema abgekommen bin. Ich habe nur erzählt, wie ich zu Facebook gekommen bin, aber weiter weiß ich auch nicht mehr. So. Ich hatte doch schon wieder voll viele Themen. Oh, ich trinke nochmal einen Schluck erstmal. Dann kann ich dabei überlegen. Ihr guckt da, während ich da ein bisschen beim Auto tune und so. Ich trinke einen Schluck. So, fange ich mal mit den ganz normalen Facebookern in Anführungszeichen an, die wirklich jede Scheißaktion posten müssen. Ich meine, was soll das? Ich esse jetzt einen Hamburger, ich gehe jetzt kacken, ich sitze zu Hause rum und mir ist langweilig. Na gut, das geht eigentlich noch, wenn man da noch quasi eine Aufforderung hinterherhängt. Ich will nicht immer was mit mir starten. Das ist wieder was anderes, aber wenn ihr jetzt halt im Endeffekt so sagst, keine Ahnung, halt irgendwie unnötiges Zeug postest. Das sind aber, glaube ich, das sind einfach die extrem Langeweile haben. So, dann gibt es noch die scheiße sind. Da gibt es eigentlich viele. Dann gibt es noch diese, die immer, nennen wir sie mal Emos. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemein gefasst und was nicht alles, vielleicht auch etwas abwertend, aber die halt ewig posten, wie scheiße alles ist, nur damit sie aufgewundert werden, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht schlecht geht. Ich meine, die haben noch keine Probleme oder sowas. Diesbezüglich kann man auch noch die Bilder von, also die Bilder postenden Facebooker nennen. Damit beziehe ich mich aber jetzt hauptsächlich auf die weibliche Gesellschaft. Es ist einfach so, dass viel mehr Mädchen Bilder von sich selbst posten, zumindest was ich so in der Liste habe. Ich habe nicht so übermäßig viele Freunde, das brauche ich auch nicht. Da kann ich auch gleich mal drauf eingehen. Die wirklich dann so, oh, ich bin so hässlich und boah und was nicht alles. Und ich habe mir meine Spaß gemacht und irgendwo mal drunter geschrieben, ja stimmt, und da sind alle übel abgegangen. Ich meine, wenn sie sich wirklich hässlich finden würden, dann würden sie sowas nicht posten. Aber sie sind viel zu eitel zuzugeben, dass sie sich hübsch finden, damit sie nicht eitel wirken. Schätze ich mal, das ist jetzt so meine Theorie, warum die so einen Scheiß machen. Weil sie halt einfach hören wollen, ja, schön, bla bla, am Arsch. Aber das ist einfach, das finde ich unmöglich irgendwie. Dann noch diese an sich, wenn wir schon bei Bildern sind.
ich meine, so viele Mädchen wie einfach so eine gestellten Bilder, weißt du? Ist doch mal nett, wenn du einfach ein Mädchen siehst, das, keine Ahnung, ob es jetzt ein Profil ist oder einfach irgendein Bild, wo sie auf der Wiese sitzt und lächelt oder sowas. Sowas ist doch schön. Aber wenn du dann so ein Bild hast, wo so, ja, schön von oben Duckface, Titten zusammenpressen, damit man auch ja denkt, dass man, das ist doch zu kotzen. Und dann ist wahrscheinlich der Bauch noch dicker als die Titten und, das ist doch nicht schön, was soll das denn? Das sind Bitchbilder, könnte man das sagen. So, ich glaube, da habe ich gerade überlegt, wie ich mir ein neues Auto beschaffen kann. Und jetzt wird's mal wieder etwas Fail-Zageln beim Canyon-Duell, schätze ich. War das, glaube ich? Ach, ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht mehr, wie das ausgegangen ist, also wie lange ich gebraucht habe. So, dann weiter bei Facebook. Jetzt nehme ich mal die YOLO-Kids. Die kotzen mich so an, weißt du? Oh, bisher geht es noch. Ja, heul nicht rum, Wolf, ich weiß, dass du ein Video hast. Und zwar diese möchte gern erwachsen. Ich will jetzt mal jetzt nicht sagen, dass ich so mega erwachsen bin. Ich bin jetzt gerade mal 18. Und ich weiß, es gibt halt immer irgendjemanden, der irgendwie mal mehr weiß oder gesehen hat oder so als ich. Es gibt halt viele Menschen, die schon mehr erlebt haben als ich. Das stimmt schon. Aber wenn dann irgendwelche 13-, 14-Jährigen da posten, die wissen, wie schwer das Leben ist und so. Das wissen die nicht. Das weiß auch nicht ich, auch wenn ich natürlich, jeder hat mal ab und zu ein paar Probleme, aber so wirklich schwer. Ich meine, da kann ich mal ein bisschen wieder auf die dritte Weltländer verweisen. Oh, jetzt kaufe ich mir einen neuen Wagen. Ey, guckt euch mal die an und dann beschwert euch doch nicht mehr. Was soll das denn, ne? Und dann halt diese YOLO-Kids hier, ach, alle so viel Scheiße posten. Ja, rauchen, YOLO und das ist doch nicht cool. Ich meine, ich habe auch mal probiert, wie Rauchen ist, natürlich. Ich meine, man probiert sich gerne mal aus. Mir hat's aber nicht gefallen. Und ich meine, selbst wenn die nur rauchen sollten, was ich halt verwerflich finde, was haben die davon? Und dann müssen sie es doch nicht so posten und sich übel freuen. Was für mich dahingehend schon ein Beweis ist, dass die das nur für die anderen machen, nicht für sich. Ich meine, Rauchen für sich ist es auch wieder was Schönes, ne? Aber ja. Das ist einfach unverständlich. Das kann ich ja mal nicht. Das ist. Ach ja. Aber an sich auch eben immer diese Posts da mit. Ja, was soll ich nur tun und was nicht alles. Wenn du mal einen Vorschlag machst, dann ticken alle gleich aus. Nee, das kann man doch nicht machen und was nicht alles. Das ist einfach bescheuert, ist das doch. Das geht doch nicht. Und ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet so einen Scheiß auf der Straße machen. Ihr lauft rum. Ja, hier, kriegst du bist das für ein Like. Ich knuddel oder anstupsen was, ne? Knuddel war bei irgendeinem anderen, keine Ahnung. Ach genau, den Lamborghini habe ich mir da gekauft. Mit dem mache ich jetzt, glaube ich, gleich mal eine Probefahrt. Ah, nicht. Oder ich mache ihn erstmal auf schön. Ich trinke nochmal ein Stück. Alter, das geht echt gar nicht hier heute. Aber ja, jetzt habe ich mir wieder vergessen, was ich noch sagen wollte. Vielleicht fällt es mir nochmal ein, während ich an meine Nase kratze. Es fällt mir gleich ein. Es muss mir gleich einfallen können. Es muss mir gleich einfallen, wenn ich falsch so labere, dann fällt mir gar nichts mehr ein, weil ich nur noch diese Wörter im Kopf habe. Boah, Alter, das kann doch nicht sein, dass ich so schnell wieder vergesse. Ja, ich weiß, ihr wartet. Ich warte auch auf meinen Geistesblitz. Keine Ahnung. Gerade hatte ich es fast. War ich das mit den YOLO-Kids? War ich gerade durchgegangen oder war das noch dazu? Oh, ihr habt euch bestimmt überall Kopf fassen, wie dämlich ist der denn? Genau, das mit dem Rauchen. Und dem an sich auch mit Gruppenzwang und so. Ich meine, warum ist man denn cool, wenn man raucht? Was hat man davon? Rauchen, ja. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man es mal probiert. Ich habe selber mal versucht. Und dann muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
für sich selbst entscheiden, nicht die anderen entscheiden lassen. Das ist das, was ich so ankotze. Ich meine, Rauchen mag noch so.